Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Episode 19 von Eldaria. Letzte Episode war eine riesen Achterbahn von Emotionen. Huang Hua ist gestorben, Huang Chu wurde zum Phönix und wir treffen uns jetzt mit Huang Chu am Waldrand, um zur Erde zu reisen, in der Hoffnung, dass wir dann mit irgendwelcher Autorität verhandeln können. Ich hoffe, dass etwas Positives kommt, aber da damals schon so ein Riesendrama war, dass die Fairies die Erde verlassen mussten, glaube ich nicht, dass es so einfach sein wird, die Menschen zu überzeugen, uns dort einziehen zu lassen auf der Erde. Aber wir sehen mal. Richtig, unser Vater ist da. Ich auch. Sie sind da, alle drei. Mein Vater scheint gerade mit Jamon zu sprechen. Bitte, what? Als sie mich sieht, winkt Huang Chu mich sogleich näher. Ich antworte mit einem Handzeichen und gehe mit entschlossenen Schritten auf sie zu. Wir könnten so mächtige Kreaturen wie euch gut gebrauchen. Och, der redet immer noch? Der redet immer noch. Jamon hält meinen Vater an der Schulter fest. Seine Hände sind vor seinem Bauch gefesselt. Nicht unbedingt für den Krieg, nicht einmal für körperliche Aufgaben. Ich muss sagen euch schon zweimal, dass Jamon nicht interessiert sein, Sir. Ich bin so, I'm done. Unser Vater, Leute. Da sagt man einfach nur schamlos dazu. Ihm ist scheißegal, was er uns alles angetan hat. Der versucht jetzt, jeden von uns auf seine Seite zu kriegen. Die Leute, die er vor nicht mal einem Tag versucht hat, umzubringen. Jamon, wenn du ihm nicht knallst, nee, Jamon hat zu viel Respekt vor uns, vor unserer Rasse. Der wird ihm nicht schlagen, aber ich kann ihn schlagen. Mein Snob hat mir nicht gesagt, dass ich ihn nicht schlagen darf. Er hat nur gesagt, ich darf ihn nicht töten. Ich hör auf. Ich verstehe. Nehmt euch trotzdem etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Ich knall ihm eine. Wenn das alles vorbei ist, müsst ihr schließlich an die Zukunft denken. Bei den Worten, das alles deutet er auf die Landschaft. Er ekelt mich an. Thank you. Hör auf mit deinen Geschichten. Zwing mich nicht, dich zum Schweigen zu bringen. Hör nicht auf ihn, Jamon. Er kann nur lügen. Jamon ist ein sehr, sehr netter Kerl, aber er ist nicht blöd. Also er weiß es. Kümmer dich nicht um die Zukunft, Papa, sondern konzentrier dich auf deine Gegenwart. Da gibt es schon genug zu tun. Sorry, musste ich machen. Du bist witzig. Ich bin voller Stolz auf mein kleines Mädchen. Mit solchen Worten kriegst du mich nicht mehr, Papa. Und ich voller Scham für meinen Vater, period. Ich hab doch gerade gesagt, bei ihm gibt's nur das Wort schamlos. Ich war schon geistreich, als ich noch unter deinem Dach lebte. Du solltest dich fragen, warum du es nicht bemerkt hast. Wenn du bereit bist, Simona, können wir gleich losgehen. Sie kommt mir nicht nervös vor, sondern extrem entschlossen. Ich bin jedenfalls bereit. Musst du ja auch sein, du kleine Schlumpe. Leute, ich komme mit diesem Vater nicht klar. Es tut mir so leid. Ich verdrehe die Augen. Hoffentlich sind wir ihn schnell wieder los. Me. Ich bin bereit. Gehen wir. Ich folge dir. Jamon hier auf euch warten. Ihr nicht zu lange bei den Menschen bleiben. Ihr bald wiederkommen. Keine Sorge. Ich habe keine Lust dazu verfallen. Jamon lässt meinen Vater los. Wir winken ihn zum Abschied zu, ehe wir die große Pforte passieren. Jesus Christ. Kaum haben wir die Stadtmauern hinter uns gelassen, taucht vor uns auch schon der breite Riss auf. Wo einst der Wald war, befindet sich nun ein riesiger Spalt. Jesus. Eine klaffende Wunde, ein Abgrund im Gewebe der Welt. Die Wiese ragt einfach ins Leere hinein. Die Mana-Ströme, die von ringsum auf den Spalt zufließen, schillern in allen Blautönen und bringen die Luft zum Flirren. Rund um den Riss vibriert die instabile Energie, die von ihm ausgeht, so stark, dass die Welt ganz verzerrt erscheint. Keiner von uns kann die Augen davon abwenden. Und während wir den Riss betrachten, scheint der Riss im Gegenzug uns zu betrachten. Mich schaudert. So sieht also das Ende der Welt aus. Ja. Leute, ich habe wirklich Angst. Ich habe das Gefühl, wir werden zu spät zurückkommen. Und dort wird der Riss schon angefangen haben, da so die Hälfte der Kupplung von El da schon einzusaugen. Einen Moment lang ziehe ich in Erwägung zu prüfen, wie das Ganze im Alter Kosmos aussieht.
Aber ich habe zu viel Angst, der Gedanke mit eigenen Augen zu beobachten, wie der riesende Mana-Strom in eine andere Welt entweicht, versetzt mich in Panik. Vielleicht sollten wir nicht... Du hast hier nichts zu melden, Sir. Das war alles deine Schuld, als du all diese Fairies da genommen hast, um ihnen ihr Mana abzuziehen. Kann ich mal so eine kleine Idee äußern? Er und seine Crew haben ja Fairies, als die durch den Riss oder durch diese kleinen Portale auf der Erde aufgetaucht sind oder als sie Portale gebildet haben, nur um dann Fairies zu entführen, haben sie ja denen mit diesen komischen Maschinen ihr Mana abgesaugt. Und als Hintergrundbild konnte man mal so eine Kammer erkennen, wo all dieses ganze Mana dann aufbewahrt wurde. Und die haben gesagt, wir nehmen uns das einfach zurück, das Mana. Auch wenn sie dadurch die Fairies umgebracht haben. Aber das war jetzt gerade nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich sehe es gerade wie ein Magnet. Mana ist Mana. Das besteht alles aus dem gleichen Material, aus der gleichen Substanz. Also es gibt ja einmal Eldaria und dann die Erde. Wenn auf der Erde plötzlich durch all diesen Mana, das die den Fairies abgesaugt haben, dort gefangen gehalten haben etc., halt all dieses Mana, das die dann dort aufbewahren, wenn dort mehr Mana ist wie auf Eldaria, kann es vielleicht sein, dass dieses Mana von der Erde das Mana auf Eldaria automatisch angezogen hat. Deshalb fließt es auch durch so einen riesen Spalt jetzt hier. Kann es vielleicht sowas sein? Das ist jetzt halt nur meine Idee, ja. Dass es halt so ist wie ein Magnet. Auf der Erde ist jetzt mehr Mana wie auf Eldaria und deshalb zieht die Erde, weil ja auch so viele Portale und so viele Risse auf Eldaria schon sind, zieht jetzt die Erde das gesamte Mana auf die Erde. Deshalb sieht man auch so riesen Risse. Die werden ja immer größer, weil das Mana ja so schneller entweichen kann. So, das ist aber jetzt nur meine Idee. Vielleicht sollten wir nicht. Seid ihr absolut sicher, dass ihr da durchreißen wollt? Ich bin sicher, du hast aber nichts zu melden. Warum warten wir nicht einfach, bis wir alle tot sind? Seht ihr? Seht ihr? No, du hast nichts zu sagen. Halt den Mund. Ihr habt das überhaupt erst verursacht. Genau das. Übernimmt gefälligst Verantwortung für eure Taten. Period. Das tue ich, ja, das tue ich wirklich. Nein, tust du nicht. Dennoch würde ich die Verantwortung lieber von meiner Zelle aus übernehmen. dieser Kerl. Huang Chu antwortet nicht, auch ich bleibe stumm. Ich werfe einen Blick auf die Feng Wang. Sie hat die Stirn in grimmige Falten gelegt und schreitet entschlossen voran. She does not care. Sie scheint keine Angst zu empfinden. Sie weiß, dass dies ihre Bestimmung ist. Und meine ist es, an ihrer Seite zu sein. Ich beiße die Zähne zusammen und gehe weiter. Oh my God. Das ist ein wirklich schönes Bild, ne? Seht euch dieses Bild an. Dieses Hintergrundbild ist nice. Dieses Hintergrundbild ist wirklich gut. Als wir uns dem Spalt nähern, meine ich, eine Art Summen zu hören, das immer lauter wird. Ja, das sind die Geräusche, oder? Die Geräusche von der anderen Seite. Hörst du das gleiche wie ich, Huang Chu? Ja, ich glaube, wir hören Mana. Mana? Ich dachte, das sei unmöglich. Es müssen riesige Mengen sein. Seht ihr? Und vor allem muss es extrem unruhig sein. Das gab es noch nie. Mit jedem Schritt, den wir machen, ähnelt das Summen ein wenig mehr dem Tossen eines Sturms. Und das bedeutet das etwas für uns? Es besteht keine Gefahr, solange du in meiner Nähe bleibst. Ich liebe diese Frau. Ich hätte gern ihre Eier, um ehrlich zu sein. Ihren Mumm. Den hätte ich auch mal gerne gehabt in meinem Leben. Let me stop. Also, ich bezeichne mich gerne als sehr mutig, aber so mutig bin ich nicht. Also, ich hätte viel zu sehr Angst zu sterben. Das müsste man mir erstmal beibringen. Also wirklich, Huang Chu, kannst du mir etwas von deinem Mumm abgeben? Ich trete etwas näher an sie heran. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Wow, dieses Bild, na, das muss ich mir kurz mal einrahmen, okay. Aber je weiter wir gehen, desto mehr habe ich das Gefühl, um Huang Chu herum wieder diese Aura zu erkennen, die ich schon vorhin bemerkt habe. Hoffentlich hatte Huang Chu recht. Huang Hua recht. Wir sind nur noch ein paar Dutzende Meter entfernt. Will you shut the fuck up?
Es ist noch Zeit, umzukehren. Ich fürchte, danach ist es zu spät. Ich möchte, dass du deinen Mund hältst. Als ich herumfahre, um ihn einen Knebel anzudrohen, bricht das Geräusch schlagartig ab. Ich drehe mich um. Huang Chu steht kerzengerade da und streckt die Hand in Richtung des Risses aus. Um sie herum sind die Mana-Wirbel in der Bewegung erstarrt. Diese Frau! Sie haben eine goldene Wärme, tröstliche Farbe angenommen. Oh my God. Ihre Stimme ist nicht ihre Stimme. Es klingt, als käme sie von überall gleichzeitig. She's God now. Möge sie in uns und durch das Mana hindurch widerhallen. Okay, ich versuche jetzt einfach mal das zu sagen, weil wir müssen sie respektieren. Leas gam, kamdan, belagete like, obnan adai. Das goldene Mana setzt sich wieder in Bewegung sehr langsam. Die gemächlichen Wirbel ordnen sich auf ihrem Rücken an, als ob sie ihre Flügel zeichnen würden. Der Spalt gibt ein dumpfes, unendlich tiefes Grollen von sich, als ob die ganze Welt seufzen würde, wie ein riesiges, schlummerndes Tier. Nach und nach wird sein Inneres durchsichtiger, weniger hell. Ich kann nicht genau erkennen, was sich auf der anderen Seite befindet, aber ich sehe ein Bild wie durch ein Milchglas. Huang Chu hat sich uns zugewandt. Umgeben von einer flammenden Aura strahlt sie eine unbeschreibliche Macht aus. She's a queen. Es ist offen. Wir müssen nur hindurchgehen. Nimm meine Hand. Fast schüchtern strecke ich die Hand nach ihr aus. Als hätte ich Angst, mir die Finger zu verbrennen, wenn ich die ihre berühre. Schnapp dir auch deinen Vater. Es wäre schade, wenn er dort der Mofiert ankommt. Er würde es verdienen. He did it to himself. Ausnahmsweise fällt mein Vater keine Widerung ein. Aha! Er sieht ziemlich besorgt aus. Er dachte wohl, dass es nicht funktionieren würde. You shut up. Ich packe meinen Vater am Arm. Eine Sekunde später greift Huang Chu nach meiner Hand. Als sie Feng Wan einen großen Schritt auf den Spalt zu macht, hole ich tief Luft. Oh my God, where are we? Das sieht aus wie Militär. Also sind wir auf einem Militärgrund? Oh my God. Wie die Male zuvor habe ich beim Überqueren so gut wie nichts gespürt. Ich war nur kurz geblendet und von einem vorübergehenden Schwindelgefühl ergriffen. Dann ist da auch schon die Erde. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns befinden. Wahrscheinlich in demselben Wald, in dem wir das erste Mal gelandet sind. Die Szenerie hat sich jedoch erwartungsgemäß radikal verändert. Die nackten Baumstümpfe, der Maschendrahtzaun, der Stacheldraht. Willkommen zurück auf der Erde, Simon. Me. Huang Chu lässt meine Hand los und tritt einen Schritt vor, um sich umzusehen. Was ist passiert? Was ist das alles? Sie haben wohl eine Sicherheitszone um den Spalt herum errichtet. In der Tat, es sieht ganz so aus, aber ich muss zugeben, dass sie enorm schnell waren. Das ist noch untertrieben. Sie hatten nur ein paar Stunden Zeit, um das alles aufzubauen. Ah, oh, da kommt das Empfangskomitee. Sorry, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich beruhigen. Ah, oh, da kommt das Empfangskomitee, um uns zu begrüßen. Eine Gruppe von Männern mit Maschinengewehren betritt den Sicherheitsbereich und marschiert Informationen auf uns zu. Jesus Christ, es muss ein gutes Dutzend sein, vielleicht 15. Ihre Gesichter sind maskiert, ihre Waffen auf uns gerichtet. Hebt die Hände über den Kopf, Huang Chu. Mein Vater hat die gefesselten Hände bereits vor sich ausgestreckt, so hoch wie möglich. Die junge Frau gehorcht mir ohne Widerrede, auch ich nehme die Hände hoch. Es ist bereits das zweite Mal, dass wir beide uns in dieser Situation befinden. Ja, beim letzten Mal wäre ich fast draufgegangen. Die Erinnerung an das Brennen in meinem Bauch lässt mich zusammenzucken. Ich atme tief ein. Diesmal bin ich mächtiger. Ich werde nicht die Energie aller anderen brauchen, um uns zu schützen. Period. Ich halte mich bereit, um einen Schild zu beschwören. Die Kraft der Engel wärmt meine Brust. Die maskierten Männer sagen nichts, sondern halten nur weiter ihre Waffen auf uns gerichtet. Ihr könnt auch gern was sagen, ne? Einfach nur die Waffen auf uns richten. Huang Chu dreht sich zu mir um, wobei sie darauf achtet, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Sind sie das? Ich finde, sie sehen nicht so aus wie die vom letzten Mal. Wenn es Templer wären, hätte mein Vater nicht die Hände gehoben. Aber ich kenne ihre Uniform nicht. Widerwillig werfe ich meinem Vater einen fragenden Blick zu. Das ist doch nicht das Militär, oder? Hast du eine Ahnung, wer sie sind? Nicht die leiseste. Ich habe dieses Abzeichen noch nie gesehen und es gefällt mir überhaupt nicht. Ach so ist das. Macht ihr euch Sorgen um euch oder um uns? Oh! In der Tat sitzen wir im selben Boot, meine liebe Freundin. Oh, oh.
Und glaubt mir, wenn es sinkt, werde ich dafür sorgen, dass ihr kein Rettungsboot abbekommt. Me though. Ich hätte aber was anderes gesagt. Ich hätte gesagt, wenn wir wirklich im gleichen Boot sitzen, werde ich dafür sorgen, dass du als erstes untergehst. Genauso wie bei dieser einen Szene bei Titanic. Wenn sie zurückfahren, sitzt noch einer weniger im Boot. Und wenn ich sie alle selbst verbrennen muss, Huang Chu is a queen. Ihr seid ja wirklich schlagfertig in der Tat. Damit wir uns gegen Bitches wie dir verteidigen können. Er wirft einen Blick auf die bewaffneten Männer, die immer noch unbeweglich und schweigsam verharren. Wollt ihr mich verarschen? Sagt wenigstens etwas. Wenn ihr uns mit Waffen bedroht, dann könnt ihr wenigstens sagen, keine Ahnung, ihr kommt mit aufs Revier oder whatever. Irgendwas. Aber ich finde unser Verhältnis etwas zu angespannt. Oh, really? Würdet ihr es nicht auch begrüßen, wenn wir vorübergehend gemeinsame Sache machen würden? Nö. Keine Chance. Period. Dir kann man nicht rauen. Keine Chance, solange diese Leute gegen euch sind und nicht das Feuer auf Simona oder mich eröffnen, bin ich auf ihrer Seite. Und wenn sie doch das Feuer auf Simona oder euch eröffnen, werdet ihr dann davon ausgehen, dass wir auf derselben Seite stehen? Nein, ich werde mich um sie kümmern, bevor ich mich um euch kümmere. So einfach. Huang Chu, ich liebe Huang Chu. Ihr bekommt lediglich einen Aufschub. Und jetzt haltet den Mund. Das ist das letzte Mal, dass ich euch darum bitte. Period. Sag ihm, wie die Sache ist. Der hat momentan nichts zu melden. Mein Vater schneidet eine Grimasse und schüttelt den Kopf. Ich hätte fast Mitleid mit ihm, wenn ich ihn weniger gut kennen würde. Genau das. Das zieht sich ganz schön, findest du nicht? Worauf warten sie? Ich weiß nicht. Vielleicht darauf, dass ihr Anführer kommt? Vielleicht sollten wir ihnen etwas sagen, oder? Naja, du vor allem. Wenn du das übernehmen würdest. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, wie ich mit ihnen reden soll. Während für mich solche Situationen natürlich zum Alltag gehören. Das hier ist Huang Chu, ich bin Simone, ich bin ein Mensch, genauso wie sie. Now that's a lie. Wir kommen in Frieden, sie haben von uns nichts zu befürchten. That would also be a lie. Ich kann mir vorstellen, dass sie etwas verwirrt sind. Das würde eigentlich besser passen. Keine Sorge, das ist völlig normal. Verwirrt zu sein, meine ich. Das große Loch hinter mir ist auch für uns nicht normal. Wir sind alle ein bisschen, aber ja, verwirrt. Sie rühren sich nicht von der Stelle. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie mich gehört haben. Ich muss wirklich noch an meinem Auftreten arbeiten. Why? Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich bin ein Mensch genauso wie sie. Da könnten sie sagen, ja, Bullshit, weil dann wärst du nämlich hier gewesen, etc. Das sind alles Karens. Entschuldigung, haben sie mich gehört? Was ich ihnen zu sagen versuche? Plötzlich hält einer der Männer die Hand an sein Ohr. Dort lässt er sie mehrere Sekunden lang, ehe er eine kurze Antwort gibt. Ja, er hört irgendwas durch so ein kleines Mikrofon. Von dort, wo zuvor die maskierten Männer hergekommen sind, nähert sich eine Gestalt. Ich kenne den doch, das ist doch der Bodyguard von unserem Vater. Groß, breitschultrig und mit steifen Schritten kommen sie auf uns zu. Ich habe das Gefühl, diesen Gang, diese Statur wieder zu erkennen. Ja. Das ist nicht zufällig der Handlanger deines Vaters, oder? Oder besser gesagt deiner? Ich kneife die Augen zusammen. Sie hat recht. Es ist Cobra, ja. Das gefällt mir gar nicht. Karl, was soll das? Die Energie der Engel wallt in mir auf und wärmt meine Arme und Hände. Sie ist jederzeit verfügbar, wenn ich uns beschützen muss. Ich schwöre, ich wusste davon genauso wenig wie ihr. Um ehrlich zu sein, glaube ich ihm das sogar, weil er hat nicht mal gedacht, dass wir durch diesen Spalt schreiten können. Ich habe nichts getan. Ich hatte keine Möglichkeit, mit der Erde zu kommunizieren. Das hat nichts zu bedeuten. Du hättest Anweisungen hinterlassen können. Welche denn? Wenn sich ein monströses Loch im Himmel auftut, schicken sie ihm einfach. Das ist witzig, sorry. Das ist witzig. Welche denn? Wenn sich ein monströses Loch im Himmel auftut, schicken sie ihm einfach mit ein Dutzend bewaffneter Männer los. Ich ziehe eine Grimasse. Er hat nicht Unrecht. Ich wende mich an Huang Chu. Vertraust du ihm? Was sollen wir tun? Ich vertraue ihm überhaupt nicht. Aber er hat nicht Unrecht. Ich habe Logik. Ich traue ihm nicht, aber er hat recht. Meiner Meinung nach ist es besser zu warten, bis wir wissen, was er will. In jedem Fall haben wir kein Interesse daran, den Konflikt zu suchen. In Ordnung. Gut. Karl, wenn das ein Hinterhalt ist, verspreche ich euch, dass ihr es bereuen werdet. Versprecht, was immer ihr wollt. Ich sage doch bereits das. Er bricht abrupt ab, als er bemerkt, dass Cobra nun in Hörweite ist. Sorry. Ich mag die Jacke.
Cobra gibt den Männern ein Zeichen, woraufhin diese umgehend ihre Waffen senken. Mein Vater dreht sich sofort zu ihm um und setzt sein leutseligstes Lächeln auf. Julian, mein tapferer Julian. Sind Sie mir zu Hilfe gekommen? Ich wusste doch, dass man sich auf Sie verlassen kann. Ich habe das Gefühl, dass er ihn auch an die Gurgel springen wird. Angesichts seines fast flehenden Tonfalls habe ich wirklich den Eindruck, dass er die Aktion nicht organisiert hat. Andererseits, Cobra ist Julian. Ich bin furchtbar enttäuscht. Ich bin in der Tat loyal, Karl, aber nicht Ihnen gegenüber. Period! Es tut mir leid, dass ich Ihnen dies unter so chaotischen Umständen mitteilen muss. Der Koloss dreht sich zu mir um und nickt mir zu, bitte. Hallo Simona, ich freue mich, Sie wiederzusehen. I don't know what to say about this. Ich glaube nicht, dass ich das auch von mir behaupten kann. The sassiness. Leute, ich mag die Antworten in dieser Episode. Ebenso, darf ich fragen, was uns diese Ehre verschafft? Ich werde Ihnen in einer Minute sagen, ob ich genauso begeistert bin wie Sie. Sorry, I have to. Ich bleib lieber auf der Hut. Ich weiß immer noch nicht, was er hier macht. Das freut mich. Dann freue ich mich schon auf das Ende dieser Minute. Bitte, wie meinen? Er wendet sich an Huang Chun, begrüßt auch sie. Frau Heidi, wenn ich mich recht erinnere. Ihr Gedächtnis ist ausgezeichnet, Herr Julian. Können wir die Hände wieder senken? Ja, verzeihen Sie mir. Wir mussten Vorsichtsmaßnahmen treffen. Zweifelsohne. Andererseits kann ich nicht umhin, mich zu fragen, was Sie hier tun. Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer zu glauben, dass dies nichts mit Karl zu tun hat. Da haben Sie teilweise recht. All dies ist kein Zufall. Ich arbeite für eine Organisation, die sich EEA nennt. Oh Gott, die wollen uns. Das Einsatzkommando für eldarianische Angelegenheiten, bitte, wie meinen? Wir sind in gewisser Weise das Gegenstück zu den Templern. Sie gehören zu den Abtrünnigen. Yes, Julian! Yes, Julian! Julian? Nicht Sie, Julian. Oh, doch Sie, Julian. Die Templer nennen uns aus Gründen, die Sie sich ohne weiteres nachvollziehen können, Abtrünnige. Liegt es daran, dass Sie vor der Abspaltung Teil des Ordens waren? Cobra runzelt leicht die Stirn, sein Mund öffnet sich in Spalt. Er sucht einen Moment lang nach Worten. Dennoch gewinnt er relativ schnell seine Fassung wieder. Ich persönlich, aber die Gründer des EEA schon. Seitdem bemühen wir uns, sie daran zu hindern, Schaden anzurichten. Huang Chu dreht den Kopf in Richtung des riesigen Risses hinter uns. Da haben sie ja ganze Arbeit geleistet. Ich liebe Huang Chu. Ich möchte Ihnen im Namen aller Eldarianer gratulieren. Im Vergleich zu den Templern verfügen wir nur über begrenzte Ressourcen. Ich deute mit einer weiten Armbewegung auf die Anlage um uns herum und die Männer hinter Cobra. Und sie geben sie für Soldaten, Maschinengewehre und Stacheldraht aus. Sieht so aus, als wären die Gegner der Templer bloß Templer in einem anderen Aufzug, oder bilde ich mir das nur ein? Das bilden Sie sich nur ein. Wir stehen nicht auf derselben Seite. Sie sind immerhin auf der Seite deren, die Waffen auf uns richten. Wir hatten keine Ahnung, was aus diesem Spalt herauskommen könnte. Soweit wir wissen, hätte es sich dabei daraus um Monster oder Dämonen handeln können. Me. Me. Wenn ich mich ins Böse umwandle, bin ich ein Dämon, also was? Ich muss zugeben, dass er nicht ganz Unrecht hat. Womit ich definitiv nicht gerechnet habe, war, dass als erstes mein ehemaliger Arbeitgeber rauskommen würde. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie entlassen zu haben. Er hat sich selbst entlassen, period! Ich habe gekündigt, wie Sie unter den gegebenen Umständen sicher verstehen werden. Entschuldigung, Sie haben gerade erst die Seiten gewechselt. Ich verstehe nicht. Nein, ich arbeite seit der Gründung des EEA für Sie. Ich war nie Templer. Wir haben erst vor relativ kurzer Zeit begriffen, dass Karl sich vom Orden distanziert hat und Experimente durchführt, die in einer Katastrophe münden könnten. Ich habe mich von ihm anstellen lassen und versucht, mehr über die Art seiner Aktivitäten zu erfahren. Leider habe ich dadurch nicht so viel herausfinden können, wie ich gehofft hatte. Bei seinen niederen Angestellten ist er nicht besonders gesprächig. Doch es hat zumindest eine erste Kontaktaufnahme mit ihnen beiden ermöglicht. Sie haben sich von mir nur zu diesem Zweck einstellen lassen. Man wird immer von all seinen engsten Vertrauten betrogen. Du hast kein Recht, irgendwas zu sagen, Karl. Das ist eine Binsenweisheit. Ich kann mit dieser Situation hier nicht. Das ist eine Binsenweisheit. In Wirklichkeit standen wir uns nie nahe.
Sie waren für mich wie ein Sohn, Julian. Right. Dann fällt es mir nicht schwer zu verstehen, warum ihre Tochter sie mit gefesselten Händen hergebracht hat. Ich liebe Julian. Ich liebe Julian. Er ist auch so sassy. Apropos, ich bin entzückt, einen Provinzmeister der Art ruhig gestellt zu sehen. Mein Glückwunsch. Ich feiere diesen Kerl. Wenn Sie erlauben, Simona, möchte ich, dass einer meiner Männer Ihren Vater in unser Quartier bringt. Eigentlich ist es nicht Simonas Gefangener, sondern meiner. Verzeihen Sie mir, Heidi. Wenn das so ist, wären Sie dann bereit, ihn uns zu übergeben? Ich werfe einen verstohlenen Blick auf meinen Vater. Die Aussicht, an Cobras Männer ausgeliefert zu werden, scheint ihn nicht gerade zu begeistern. Aber ich weiß, dass er ein guter Schauspieler ist. Wir sollten besser auf der Hut bleiben. Im Moment geht er nirgendwo hin. Er bleibt bei uns. Als ich Sie das letzte Mal gesehen habe, haben Sie mit ihm zusammengearbeitet. Und Ihre Kleinoperation haben mir einen besonderen, unangenehmen Aufenthalt in einem Kerker des Ordenhauses beschwert. Sie werden verstehen, dass ich Ihnen gegenüber ein wenig misstrauisch bin. Ich verstehe das vollkommen. Allerdings kann ich Ihnen versichern, dass ich kein Mitglied des Ordens bin. Ich bin und war immer im Dienst des IEA, der ihn bekämpft. Solange finde ich das alles extrem verwirrend. Wie viele Geheimgesellschaften wissen denn von der Existenz Eldarias? Soweit wir wissen, zwei. Unsere und die ihres Vaters. Ist das alles? Ich habe von anderen gehört, die sogar Eldaria besucht haben sollen. Wenn sie Eldaria besucht haben, waren sie unter Gruppen des Tempelordens. Sie trugen je nach Epoche und Region verschiedene Namen. Dennoch gehört sie alle derselben Organisation an. Den Tempelorden und des Garten der Ältesten. Und all diese Untergruppen oder fast alle wollten Eldaria seit jeher kolonialisieren. Ihr Territorium erobern, ihre Ressourcen oder Bewohner ausbeuten. Das IEA ist die einzige Organisation auf der Erde, die sich ihnen jemals entgegengestellt hat. Auch wenn ich zustimme, dass unsere Bemühungen offensichtlich nicht ausreichend waren. What? Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass wir auf Ihrer Seite sind. Aber ich verstehe nicht, was Sie davon haben. Wir ziehen daraus keinen Nutzen. Nicht von der Art, die Sie vielleicht erwarten. Unser Handeln ist selbstlos. Unser einziges Bestreben ist es, die Fehler unserer Vorfahren wieder gut zu machen. Er will mir also sagen, er die Fehler seiner Vorfahren wieder gut machen will, weswegen die Fairies damals auf Eldaria flüchten mussten. Also möchte er jetzt dafür sorgen, dass alle Eldarianer gut auf die Erde finden, oder wie? Und die gewisse Zeitgenossen leider auch. Bei diesen Worten sieht er meinen Vater an. Selbst durch seine dunkle Brille kann man seine Verachtung erahnen. Okay, nehmen wir an, dass Sie die Wahrheit sagen. Was wissen Sie über uns, über Eldaria? Äußerst wenig, wie ich gestehen muss. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass sie existieren. Und selbst das wissen wir ehrlich gesagt erst seit Ihrem letzten Besuch mit absoluter Sicherheit. Wenn Sie nun so freundlich wären, mir die Informationen zu geben, die ich Ihnen nützlich erscheinen. Das Erste, das Sie verstehen sollten, ist, dass wir keine Monster sind. Aber einige der Kreaturen, die aus diesem Riss herkommen werden, werden es in Ihren Augen sein. Sie müssen unbedingt ihre Vorhergehensweise ändern. Schicken Sie keine bewaffneten Männer mehr. Einer von ihnen wird zwangsläufig irgendwann in Panik geraten, wenn ein Oger oder ein Chiromagnus sieht. Ein Oger? Sie haben Oger und bitten uns, unbewaffnet zu kommen. Er ist einer der süßesten Leute ever. Wir haben keine Oger. Wir besitzen sie nicht. Einige von uns sind Oger. Oger sind wie Sie und ich in diesem Falle eher wie Sie. Sie sind nicht gefährlicher als ein Mensch. Und viel ungefährlicher als ein Mensch mit einem Maschinengewehr. Meine Männer sind diszipliniert. Sie werden nur schießen, wenn es absolut notwendig ist. Sie können aber nicht beurteilen, ob eine Notwendigkeit besteht. Yes! Sie haben von Monstern und Dämonen gesprochen und gesagt, dass sie deshalb bewaffnet sind. Wenn ein Dämon durch einen Spalt käme, würden ihre Männer nicht das Feuer eröffnen. Cobra dreht sich zu seinen Männern um. Ihre Waffen sind nicht auf uns gerichtet, aber sie halten sich bereit, sie zu benutzen. Diese Männer haben ein volles Vertrauen. Ich würde ihnen mein Leben anvertrauen. Das ist ihre Sache. Mein Leben werde ich ihnen nicht anvertrauen. Period. Period. Ich traue keinem ein Stück. Ich traue euch nur, solange ich euch sehen kann. Sie haben vielleicht dein Vertrauen gewonnen. Aber ich würde mal schätzen, dass er ein Mensch ist. Wir sind ein Engel, ja? Wir haben halt mehr unsere Engelseite benutzt. Und ich bin auch von Eldaria The Origins bin ich rausgegangen als Engel. Also ich bin ein Engel, aber Leifton war ein Dämon. Sobald sie können, werden sie dann das Feuer öffnen oder wie?
Sie werden das, was Sie zu Gesicht bekommen, nicht verstehen. Sie werden Angst haben, auch wenn keine Gefahr besteht. Ohne Vorwarnung beschwöre ich die Magie der Engel herauf und hebe den Arm, und meine Hand bildet sie, um meine Hand bildet sich ein gleisendes Licht. Kobra geht einen Schritt zurück und schirmt die Augen mit der Hand ab. Sämtliche Waffenläufe richten sich auf mich. Sieh! Es gibt einen lauten Knall, als eine Gewehrkugel an meinen Schutzschwall aufs Licht abprallt. Sehen Sie, was ich meine? Ich Jason. Wie du sehen kannst, du kannst ihm dein Leben anvertrauen, aber wir können ihm das Leben nicht anvertrauen. Ich Jason, ich habe es nicht befohlen, Feuer einstellen. Ein Strahl aus weißer Energie trifft die Waffe, die geschossen hat, und entreißt sie den Händen ihres Besitzers. Im Handumdrehen lasse ich das Licht der Engel wieder erlöschen. Das Ganze hat höchstens ein paar Sekunden gedauert. Huang Chu gibt einen leisen, bewunderten Pfiff von sich. Mein Vater nickt. Ich blicke in die schwarzen Gläser von Kobras Brille. Entwaffnen Sie Ihre Männer, sonst laufen wir auf eine Katastrophe zu. Sie scheinen mir bestens in der Lage zu sein, sich selbst zu verteidigen. Wir wollen uns nicht verteidigen. Wir wollen gar nicht erst angegriffen werden. Wer möchte bitte in einem Land leben oder an einem Ort, wo man immer fürchten muss, dass jemand einen attackiert? Die sind nicht in Avatar 2. Ich hör auf. Leute, ich hör auf. Avatar The Way of Water. Ich liebe diesen Film. Solange ihre Männer Waffen haben, werden sie uns angreifen. Das ist unvermeidlich. Sie werden zugeben, dass ihre kleine Vorstellung ziemlich erschreckend war. Vielleicht. Aber das war nur, um ihnen zu zeigen, was passiert, wenn jemand sich von den Fairies bedroht fühlt. Sie werden sofort attackiert. Natürlich. Es zeigt aber auch, dass erschrocken zu werden für einige ihrer Männer Grund genug ist, um mit Feindseligkeit zu reagieren. Also schön, ich verstehe. Aber wie können wir sicher sein, dass es keine Falle ist? Was für eine Falle? Sie verwechseln mich wohl mit meinem Vater. Ich verrate meinen Verbündeten nicht bei jeder Gelegenheit. Und welches Interesse sollten wir daran haben, ihnen eine Falle zu stellen? Wir haben nicht vor, die Erde zu erobern, sondern fliehen vor dem Untergang unserer eigenen Welt. Wir brauchen ihre Hilfe. Ich versuche also, so reibungslos wie möglich zu gestalten. Er nickt langsam, bevor er sich an seine Männer wendet. Legt eure Waffen nieder, das ist mein Befehl, meine Herren. Die Männer zögern ein paar Sekunden, ehe sie sich fügen. Ich fange an zu glauben, dass wir Kobra vertrauen können. Ich würde sagen, we're giving him the benefit of the doubt. Wir geben ihm eine Chance, sich zu beweisen. Aber er ist vertrauenswürdiger als unser Vater, denn der tut nämlich mit offenen Karten direkt anspielen. In diesem Gespräch hier, ja? Wir haben nie wirklich ein Gespräch mit ihm gehabt. Er hat einfach nur seine Befehle ausgeführt und uns zu unserem Vater gebracht. Das war aber alles. Er ist wenigstens ehrlich. Er sagt, ja, ich bin von dieser Organisation, ich war dort inkognito, etc. Ich vertraue ihm zu dem Punkt, wo ich ihn sehen kann. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass Vertrauen Zeit braucht. Wenn du mir beweist, dass du vertrauenswürdig bist, dann gebe ich dir einen kleinen Finger, damit du mir beweisen kannst, dass du auch im Generellen vertrauenswürdig bist. Wenn du das tust, dann vertraue ich dir, auch wenn ich dich nicht sehen kann. Wenn du dich nicht als vertrauenswürdig erweist, dann traue ich dir nicht mal, wenn ich traue ich dir nur, wenn ich dich sehen kann. Würden Sie bitte einen Schritt auf mich zugehen und mir Ihren Gefangenen übergeben? Huang Chu wirft mir einen fragenden Blick zu, ich zucke mit den Schultern. At this point, eigentlich war das sowieso der Grund, warum wir ihn mitgebracht haben. Und es erspart uns, ihm alle 5 Minuten sagen zu müssen, dass er den Mund halten soll, period. Na gut, Karl, Sie sind nicht länger Gefangener der Garde. Sich unterstehen und dem EE... Sorry, ich schreie diese ganze Situation hier. Sie unterstehen nun dem IEA. Ich wünsche Ihnen, dass deren Kerkermeister weniger barbarisch sind als die Ihren. Mein Vater wirft mir einen flehenden Blick zu. I don't care. Nein, I don't care. Nach dem, was du mir angetan hast, meinen Freunden, du hast Feng Zifu auf den Gewissen, Sir. Du hast so viele meiner Freunde verletzt. Karin liegt immer noch auf der Krankenstation. You don't come to me like that. Simona, meine kleine Simona. Du wirst doch nicht zulassen, dass sie mich mitnehmen. Natürlich werde ich zulassen.
Sie sind seit Jahren meine Feinde. Wie werden sie mich behandeln? So wie du deine Gefangenen behandelt hast. Das nennt man Karma, Bitch. Meine Männer haben mehrere ihrer Leute getötet. Sie werden sich rächen wollen. Ich mache einen Schritt auf ihn zu und näher meinem Gesicht im Seinen. Sie werden dich genauso behandeln, wie du die anderen behandelt hast. Und zwar deine Feinde. Sowas nennt man Karma. Das Karma kommt immer zurück, Karl. Es ist nicht so lustig, wenn man auf der anderen Seite steht. Vielleicht hättest du sie in diesem Fall nicht ermorden lassen sollen. Es tut mir leid, aber ich bin überzeugt, dass sie dich besser behandeln werden, als du uns behandelt hast. Period. Besser, als du deine eigene Tochter behandelt hast. Denk darüber nach. Cobra gibt ein Zeichen, woraufhin zwei seiner Männer meinen Vater packen und abführen. Oh mein Gott. Dieser Kerl, der verdient nicht mal Vater genannt zu werden. Guck mal. Huang Chu, meine kleine Huang Chu. Are you kidding me? Wenn es bei deiner Tochter nicht funktioniert hat, dann funktioniert es bei ihr zu 1000% auch nicht. Wir können uns bestimmt einigen. Nein, können wir nicht. Die Feng Huang gibt nur ein grimmiges Lachen von sich. Mein Vater senkt den Kopf. Er weiß, dass er verloren hat. Bye, bye. Cobra blickt seinen Männern eine Weile nach, ohne ein Wort zu sagen. Als er sich wieder an uns wendet, liegt eine tiefe Sorgenfalte auf seiner Stirn. Ein Moment lang verweilen seine Augen bei Huang Chu. Wenn es nicht zu indiskret ist, Heidi, gehe ich recht in der Annahme, dass auch sie nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Gut geraten. In Wirklichkeit. Aber ich nehme es an, das ahnen sie bereits. Heiße ich nicht Heidi. Mein Name ist Huang Chu. Ich bin eine Feng Huang. Mein Volk war an der Entstehung von Eldaria beteiligt. Ich bin auch der Phönix, die Führerin der Fairy-Völker, seit kurzem. Und darüber hinaus bin ich zumindest vorübergehend das Oberhaupt der Garde von Eel. Cobras Augenbrauen wandern in die Höhe bis oberhalb seiner Brille. Er hat wohl kein Wort von dem verstanden, was gerade zu ihm gesagt wurde. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben später noch genug Zeit, Ihnen die Einzelheiten zu erklären. Auch wenn diese Einzelheiten dann schon nicht mehr wichtig sein werden. Im Moment sind alle Fairies, die ich vertrete, mit einer dringenden Situation konfrontiert. Wir haben einen guten Grund zu der Annahme, dass der Riss Eldaria verschlingen wird. Einfach ausgedrückt, Eldaria ist aus der Erde hervorgegangen, indem es die dort vorhandene magische Energie nutzte, die wir als Mana bezeichnen. Und von der Sie vielleicht schon unter dem Namen Blaue Energie gehört haben. Er schüttelt verneint den Kopf. Ich habe das Gefühl, dass er keinen herausragenden Spion abgeben hat. Jedenfalls haben die Templer die Grenze zwischen den Welten geschwächt. Ich erspare Ihnen die technischen Details, da ich weiß, dass Sie sich mit Alchemie nicht besonders gut auskennen. Einfach ausgedrückt ist die Membran, die die Welten voneinander trennt, durch die vielen entstandenen Löcher sehr brüchig geworden. Und sie bricht unter dem Gewicht der Welt zusammen. Ein bisschen so, als hätten wir Eldaria von der Erde aus in die Luft geworfen und als würde es nun, da es den Halt verloren hat, auf sie zurückfallen. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausgedrückt habe. Doch, doch, sprechen Sie ruhig weiter. Ich glaube, ich kann Ihnen folgen. Eldaria wird verschwinden. Die Fairies bereiten sich darauf vor, ihre Welt zu verlassen. Und damit sind wir bei dem Teil angelangt, der sie betrifft. Etwa 10.000 Fairies werden durch diesen Spalt auf die Erde zukommen. Würden auf die Erde kommen und hier Zuflucht suchen. Ich kann Cobras Augen nicht sehen, aber ich nehme stark an, dass er sie weit aufgerissen hat. 10.000? In welchem Zeitraum? Jetzt. Wir würden gern so schnell wie möglich mit der Überquerung beginnen. In einer Stunde. Oh, und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Gefährten hindurchgehen werden. Yes, Gefährten! Nimm die Gefährten mit! In größerer Zahl sogar. Überaus wahrscheinlich. Wenn ich seine Augenbrauen noch weiter nach oben heben, werden sie hinter seinem Kopf wandern. Gefährten? Sind das diese seltsamen Kreaturen, die manchmal auf der Erde auftauchen? Als wir das letzte Mal hier waren, sind wir bei unseren Recherchen auf solche Geschichten gestoßen. Genau. Sie unterscheiden sich nicht von den Tieren auf der Erde. Abgesehen davon, dass sie nicht von der Erde kommen, natürlich. Sie sprachen davon, uns zu helfen. Was gedenken Sie für diese Flüchtlinge zu tun? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Aber Sie haben neben Ihren eigenen auch Zugang zu denen des Ordenhauses, jetzt da mein Vater in Ihrer Gewalt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es so einfach ist. Wir kümmern uns darum, das Ordenhaus zu erobern. Das hatten wir ohnehin vor. Wir werden Ihnen seine Ressourcen zur Verfügung stellen, damit Sie uns bei der Integration helfen können. Wie wollen Sie die Kontrolle darüber erlangen, wenn ich fragen darf? Mit der Kraft meines Namens. Ich bin immerhin die Tochter Ihres Provinzministers. Ich bezweifle, dass das ausreichen wird, um Sie zu überzeugen. Sie sind völlig unorganisiert. Ich werde die Anführerin sein, auf die Sie warten. Cobra zuckt mir den Schultern, auch er scheint nicht richtig überzeugt.
Also schön. In der Zwischenzeit werden wir eine Lösung finden, zumindest vorübergehend. Wir werden sie verstecken müssen. Das sollte nicht allzu viele Probleme bereiten. In einen Konzertsaal oder auf einen etwas größeren Platz passen leicht 10.000 Leute. Wo sind wir hier? Der Wald ist groß. Wir könnten wahrscheinlich eine Weile hier bleiben. Zum Glück sind wir relativ weit von der Stadt entfernt, aber sie werden ja auf Dauer nicht im Wald leben. Ich rede nicht davon, im Wald zu leben. Es geht mir nur darum, dass das Militär nicht sofort bei unserer Ankunft über uns herfällt. Also das sollten wir gerade noch hinbekommen. Andererseits, warten Sie eine Sekunde? Wie meinen Sie das, dass wir uns verstecken sollen? Wir können der Bevölkerung ja nicht einfach so mitteilen, dass 10.000 Märchenwesen auf der Erde kommen werden. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Ihnen das mitzuteilen. Bestimmt haben schon etliche Leute den Spalt gesehen. Glücklicherweise hatten wir nach Ihrem Besuch mit einem solchen Vorfall gerechnet. Wir konnten einen ausgereichten großen Umkreis abzäunen, sodass sich niemand nähern könnte. Aber man muss ihn kilometerweit sehen. Der Riss haben einige gesehen, ja. Aber sobald er verschwunden ist, werden nur noch ein paar Fotos und Gerüchte übrig bleiben. Und einige tausend Märchenwesen. Moment, wie lange genau planen Sie, uns zu verstecken? Ein paar Tage? Ein paar Wochen? Auf bestimmte Zeit. Bis auf Weiteres muss Ihre Anwesenheit auf der Erde unbemerkt bleiben. Na, no, that's not how it's gonna work, na. No. Das wird doch niemals funktionieren. Sie sprechen von Gerüchten, die wohl oder übel an die breite Öffentlichkeit gelangen werden. Das sehe ich Ihnen ein. Aber Sie können mir doch nicht erzählen, dass niemand von nun ja von offizieller Seite etwas bemerken wird. Cooper kratzt sich an der Schläfe. Ihm ist sichtlich unbehaglich zumute. Also eigentlich besteht die große Stärke des IEA gerade darin, mit solchen Problemen umzugehen. Zufällig sind viele seiner wichtigsten Mitglieder auch wichtige Mitglieder bestimmter Institutionen. Wir haben Agenten in der Armee, in der Politik und in den Medien. Moment, haben Sie nun Ressourcen oder haben Sie keine? Wir haben nur wenige. Ich spreche von öffentlichen Einrichtungen. Die Provinzmeister des Tempelordens sind überwiegend reiche Geschäftsleute, Manager großer Unternehmen. Sie verfügen sozusagen über unbegrenzte Ressourcen. Dafür fällt es uns leichter, mit den Behörden zu kommunizieren. Deshalb denke ich, dass das Vertuschen dieser Geschichte kein unüberwindbares Problem darstellen wird. Das heißt, vorausgesetzt, es gelingt Ihnen, verborgen zu bleiben. Bedeutet das, dass wir uns von der Welt abschotten müssen? Schon wieder? Glauben Sie nicht, dass es an der Zeit wäre, unsere Völker zueinander finden zu lassen? Jetzt, da Ihre Welt die unsere buchstäblich zu sich ruft? Das glaube ich durchaus. Aber unsere Welt oder zumindest die Menschen, die in ihr leben, sind dafür noch nicht bereit. Sie werden nie dafür bereit sein, wenn sie nicht mit der Sache konfrontiert werden. Weil Leute leider Sachen fürchten, die sie nicht verstehen. Solche Dinge brauchen Zeit. Ich habe keine Zweifel daran, dass eines baldigen Tages Fairies und Menschen in Harmonie miteinander leben können. Eines Tages bin ich auch tot, Sir. Ich denke jedoch, dass wir schrittweise vorgehen sollten. Okay, in diesem Punkt hier sage ich jetzt einfach, er hat recht, weil als Erstes müssen wir alle Fairies hier hinbringen, ja? Andernfalls werden sie von Anfang an auf Feindseligkeit stoßen, auf die sie nicht vorbereitet sind. Und wenn unsere Wiedervereinigung auf dieser Grundlage beginnt, stehen wir vor neuen Konflikten. Huang Chu beißt sich auf die Lippe und sieht mich mit gerunzelnder Stirn an. Doch, was denkst du? Denkst du, dass er recht hat? Nein, ich denke, dass die Dinge gut laufen könnten. Ich fürchte ja, die Menschen aus diesem Teil der Welt jedenfalls haben keine große Tradition darin, Flüchtlinge willkommen zu halten. Ich glaube vor allem, dass wir nicht wirklich eine Wahl haben. Ja, wir müssen auf die Erde. Wir können die Fairies ja nicht sofort alle in die Welt hinausschicken. Es scheint mir sinnvoll, dass wir zusammenbleiben und zumindest am Anfang nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Die Fengwang schüttelt den Kopf und blickt zu Boden. Girl, I don't want that either. Ich habe mir etwas vorgemacht. Ich dachte, ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe, dass alles ausnahmsweise mal gut gehen würde. Wie absurd. Ihre Wimpern flattern sehr schnell, sie schließt die Augen und presst die Finger auf die Lider. Ja, sie will nicht heulen. Huang Chu, es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber ich kann Ihnen ein Versprechen geben. Eine so sanfte Stimme aus einem so massiven Körper herauszuhören, hat etwas Verwirrendes. Sie und ich werden unermüdlich daran arbeiten, dass sich unsere Welten vereinen. Das EEA und die Garde von EL, was auch immer das sein mag, werden Hand in Hand arbeiten, um die Welt zu erschaffen, die sie sich wünschen. Huang Chu stößt einen tiefen Seufzer aus. Dann einen zweiten. Ich glaube, ich sehe wieder ihre Augen aus goldenem Licht. Sie hebt den Kopf. Ihr Gesicht ist vollkommen ruhig und gelassen. Es ähnelt dem ihrer Schwester, wann immer eine folgenschwere Entscheidung gefällt werden muss. Okay, dann müssen wir uns an die Arbeit machen. Besitzen Sie Land, auf dem wir uns niederlassen können?
Meines Wissens nach besitzt das EEA kein richtiges Land. Er dreht sich mit hochgezogener Augenbraue zu mir um. Aber Ihr Vater schon. Er besitzt Land hinter dem Wald, entweder privat oder durch das Ordenhaus. Vor allem große Felder, auf denen Sie die jungen Rekruten trainieren. Natürlich, daran habe ich gleich denken sollen. Matthew hat diese Trainingsplätze bereits erwähnt. Würde es Ihrer Meinung nach genug Platz für uns alle geben? Ich denke, das wäre möglich, aber Sie werden dort recht eng zusammenleben müssen. Wir werden zumindest eine Zeit lang damit zurechtkommen. Wenn wir uns richtig organisieren, um den Platz zu optimieren, dann sollten wir es schaffen. Wir können dort Schlafsäle und eine Küche bauen. Alles, was wir brauchen, zumindest für eine Weile. Sehr gut, dann machen wir es so. Eine bessere Idee haben wir eh nicht. Wir müssen zurück durch den Spalt und das HQ ins Kenntnis setzen. Wollen wir nicht erst versuchen, das Ordenhaus in unsere Gewalt zu bringen? Sie dürfen den Sicherheitsbereich nicht verlassen. Okay, es ist sowieso besser, so schnell wie möglich mit der Evakuierung zu beginnen. Ja, wenn alle gerettet sind, können wir immer noch zum Ordenhaus zurückkehren. In Ordnung, ich folge dir, egal was passiert. Huangshu lächelt mich an und dreht sich dann zu Cobra um. Die Ausreise wird so bald wie möglich beginnen. Julian, ich vertraue Ihnen, dass Sie die Flüchtlinge aufnehmen. Ich werde sowieso dabei sein, um sie zu beobachten. Ich habe nichts anderes von Ihnen erwartet, meine Liebe. Bevor Sie gehen, habe ich nur noch eine letzte Frage. Sind Ihnen weitere Risse bekannt? Oder sollten wir darauf vorbereitet sein, dass sich weitere auftun? Es kann ja nicht nur 10.000 Eldarianer geben. Wo werden die anderen ankommen? Huangshu beißt sich erneut auf die Lippe und schüttelt den Kopf. Nein, wir sind viel mehr. Aber wir können nur diejenigen retten, die wir erreichen können. Die anderen, ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie eine andere Lösung finden werden. Wie auch immer, wir haben nichts von weiteren Rissen gehört. Jedenfalls keinen in dieser Größenordnung. Okay, ich bin sowohl erleichtert als auch traurig, das zu hören. Danke, wir haben keine Zeit zu verlieren, Simona. Bist du bereit zurückzukehren? Statt einer Antwort greife ich nach ihrer Hand. Wunderbar. Julian, wir sehen uns bald wieder. Bis gleich. Huangshu zieht mich in Richtung des Risses, der sich augenblicklich stabilisiert. Er erkennt mich. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ab und zu eine gute Nachricht. Darüber werde ich mich sicher nicht beschweren. Ich atme tief durch und lasse mich von meiner Freundin durch den Spalt ziehen. Eine Sekunde lang ein Schwindelgefühl Huangshus Hand in meiner. Und dann sind wir wieder am Waldrand. Und? Was hältst du von unserem Gespräch mit Julian? Um ehrlich zu sein, lief es besser, als ich gedacht hätte. Ich hatte erwartet, dass wir auf eine viel größere Gegenwehr stoßen würden. Ich auch. Es war fast zu einfach. Wart's ab, der schwierigste Teil kommt noch. Es müssen alle hinüberreisen. Und wenn wir erst einmal auf der anderen Seite sind, ich glaube, dann wird es richtig kompliziert. Vorhin waren wir nur zu dritt und alles lief gut. Aber wenn wir 10.000 sind, wird die Situation ein wenig komplexer. Zwangsläufig beim Orakel. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich will gerade etwas Beruhigendes erwidern, als etwas anderes meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es sieht aus, als würde sich eine Gruppe von Personen über die Ebene in Richtung Stadt bewegen. Was ist das? Weißt du, wer diese Leute sind? Heimatlich Ferries, die unsere Nachrichten erhalten haben. Sie sind über das Meer gekommen, um mit uns den Riss zu durchqueren. Seit einigen Tagen kommen sie von den nächstgelegenen Kontinenten an. Davon habe ich gar nichts bemerkt. Ich war wahrscheinlich zu sehr mit allem anderen beschäftigt. Apropos, du hast die anderen Ferries erwähnt, die nicht in der Nähe leben. Ich denke an diejenigen, die das HQ verlassen haben, als ich im Kristall war. Ezreal, ja. Alea und ihre Schwester, Kero, Ezreal und Tilda, Miko. Seit meinem Erwachen habe ich nur selten die Zeit genommen, an sie zu denken. Aber jetzt, wo die ganze Welt verschwinden wird, hoffe ich, dass sie in Sicherheit sind. Du hast gesagt, du hoffst, dass sie eine Lösung finden werden, aber es gibt doch nur einen Phönix, oder? Welche Art von Lösungen können sie sonst noch finden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es anderswo noch weitere sehr mächtige Wesen gibt. Entfernte Völker haben auch Traditionen, Mythen und über Wesenheiten, die sie angeblich leiten. Wir stehen nicht mit allen Völkern Eldarias in regelmäßigem Kontakt. Tatsächlich sind wir nicht einmal sicher, wie groß die Welt ist. Wir wissen nichts über das alchemistische Wissen entfernter Völker. Vielleicht sind sie uns weit voraus. Wenn sie durch weitere Risse auftun, bin ich überzeugt, dass es jemand oder etwas gelingen wird, sie zu stabilisieren. Ich erinnere mich daran, dass ich mich schon einmal gefragt habe, ob Eldaria rund ist und vor allem, ob seine Bewohner es wissen oder sich diese Frage überhaupt schon gestellt haben. Wenn du sagst, dass ihr nicht die ganze Ausmaß von Eldaria kennt. Nun ja, es ist riesig. Wir haben es noch nicht vollständig erforscht.
Es werden alle möglichen Dinge darüber erzählt, was jenseits der kartografischen Gebiete liegt. Manche sagen, dass an einem bestimmten Punkt alles am Rand des Himmels endet. Und von dort aus fließt der Ozean in Jans Leere. Nicht die Platte! Viele andere halten es für logisch, dass Ilaria eine Kugel ist. Nicht. Ey, nicht das Delirium, dass man damals dachte, dass die Erde eine Platte ist. Dass man, wenn man immer in die gleiche Richtung läuft, irgendwann wieder am Ausgangspunkt ankommt. Seltsam, oder? Nicht so sehr für mich, schließlich ist die Erde ja auch eine Kugel. Wirklich? Hast du sie schon umrundet? Nein, aber einige Menschen haben es getan und manche tun es immer noch. Es ist seltsam. Es ist ein bisschen traurig, findest du nicht? Dass die Erde rund ist? Ich weiß nicht, das ist einfach so. Nein, dass wir nie erfahren werden, ob Ilaria rund war. Oh. Ich weiß nicht zu erwidern. Das ist wirklich traurig. Aus dem restlichen Weg zur Stadt sagt Huangchu nichts mehr. Jamon steht vor dem zentralen Pavillon. Es scheint die Tore im Auge zu behalten. Sobald er uns näher kommt, sieht, eilt er uns entgegen. Er reicht Huangchu eine Art Pergament. Die Garde-Nachrichten erhalten. Sagen, dass weitere Risse sich öffnen. Huangchu wirft mir einen kurzen, bedeutungsvollen Blick zu. Perfekt. Hoffen wir nur, dass die Leute dort auch etwas haben, um sie zu stabilisieren. Einige Nachrichten sagen, es möglich zum Überqueren gefunden, ohne zu erklären, wie. Cobra fragte uns, ob wir von weiteren Rissen wissen. Das bedeutet, dass sie sich auf der Erde zwangsläufig in dünn besiedelten Gebieten geöffnet haben müssen. Andernfalls hätte er ja davon gehört und uns nicht danach gefragt. Das könnte man wohl eine zweite gute Nachricht bezeichnen. Ich hoffe nur, dass die Risse nicht in den Ozean münden. Gut, pack deine Sachen zusammen und versuche die Gartenleiter zusammenzutrommeln. Es geht los. Wie lange dauern, bis wir abreisen? Ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Stunden? Nein, Jamon, wir gehen jetzt. Wir müssen in einer Stunde fertig sein. Die Augen des Ogers weiten sich. Er ist eindeutig überrumpelt. In Ordnung, Chefin. Jamon bereit zum Aufbruch. Jamon, hol einen Kohlkopf. Ah, Jamon. Jamon, versammeln, Gartenleiter, um Ausreise zu organisieren. Entschuldige, Jamon, sind manche der Nachrichten von Naya von Leuten, die wir kennen? Wir eine Nachricht erhalten von Kitsune der nördlichen Königreiche. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen, sie eine Möglichkeit finden, Riss in der Nähe ihrer Heimat zu stabilisieren. Dann sollte Miko gerettet werden und sonst noch etwas? Jamon schüttelt missmutig den Kopf, er weicht meinen Blick aus. Wir nur hoffen können, dass alle unsere Freunde sich hier hinüberschaffen. Okay, ich danke dir, Jamon. Wir sehen uns bald. Er nickt mir zu und läuft dann zum Refugium davon. Ich will Ezare sehen. Ihr könnt mir das doch nicht antun. Komm mit mir in den Ratssaal. Wir geben den anderen einen kurzen Bericht und beginnen dann mit der Evakuierung. Oh, meine Babys. Im Handumdrehen sind alle versammelt. Ich habe gerade noch Zeit, Lance kurz zu umarmen, bevor wir am Tisch Platz nehmen. My soulmate. Ich danke euch allen, dass ihr so schnell gekommen seid. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe mehrere gute Nachrichten. Erstens, ich bin tatsächlich der Phönix. Ah, Huangchu. Und wie ihr sehen könnt, können wir den Riss zweimal überqueren, ohne dabei zu sterben. Eine weitere gute Nachricht. Auf der anderen Seite des Risses trafen wir einen alten Bekannten. Ein Mensch, der behauptet, auf unserer Seite zu stehen und für eine Organisation zu arbeiten, die sich gegen die Templer einsetzt. Ich bleib misstrauisch, aber wir haben guten Grund zur Annahme, dass er es ehrlich meint. Wir haben ihn über die anstehenden Ereignisse in Kenntnis gesetzt. Und er und seine Organisation werden alles tun, um uns so gut wie möglich zu unterstützen. Alles müssen wir tun. Alles, was wir tun müssen, ist hinüberzureisen. Und natürlich so viele Leute wie möglich mit uns zu nehmen. Wenn ihr keine Fragen habt, fangen wir gleich an. Niemand hat etwas zu entgegnen. Alle sind bereit, zur Tat zu streiten. Ausgezeichnet. Jamon, Chrome, ihr geht gemeinsam mit Karin als Erste hinüber, um sicherzustellen, dass auf der anderen Seite alles in Ordnung ist. Der Rest von euch bleibt zurück, um die Fairies, die noch mit dem Boot ankommen, zu versammeln und sie zum Riss zu leiten. Navra, wenn du dich bitte um die Betreuung der Vampire kümmern würdest. Navra nickt, auch wenn er davon nicht begeistert zu sein scheint. Corey, weißt du, wo Eveline steckt? Soweit ich weiß, hat sie die Krankenstation nicht verlassen. Do we mind her?
Er muss da raus. Bitte kümmere du dich darum. Ich habe das Gefühl, dass sie mit dir untergehen wird. Ich habe das Gefühl, dass sie sich weigern wird, wegzugehen. Kein Problem. Sag dich nicht. Ich werde die richtigen Worte finden. Ich danke dir. Ihr wisst alle, was ihr zu tun habt. Plötzlich beginnt die Erde zu beben und schneidet ihr das Wort ab. No, no, no. Alle sind fertig mit der Welt. Wir tauschen alle besorgte Blicke aus. Jesus Christ. Ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt beeilen müssen. Wirklich? Ein Stück der Decke bröckelt auf den Ratstisch hinab. Oh, hell no. Daraus ertönt ein Schrei. Wir springen alle gleichzeitig von unseren Stühlen auf. Es hat begonnen, wie in meiner Vision. Alles wird verschwinden. Chamon, komm mit mir. Ich werde den Riss so lange wie möglich stabilisieren. Chrome, hol Karin und komm so schnell wie möglich zu uns. Wir stürzen alle gleichzeitig nach draußen. Jesus Christ. Kaum haben wir das Gebäude verlassen, lässt uns ein Geräusch herumfahren und nach oben blicken. Der Turm stürzt ein, wir in Zeitlupe brechen Stücke aus ihm heraus und treiben auf den Spalt zu. Jesus! Oh mein Gott. Okay. Ein übernatürlicher Wind kommt auf, bläst und pfeift in unsere Ohren, als würde er alles auf seinem Weg mit sich reißen. Die Dachziegel, der den Marktplatz umgeben, Gebäude fliegen davon, weggetragen von einem unsichtbaren Sturm. Oh mein Gott, Leute! Er zerrt auch ein Leintuch der Zeltdächer, deren Streben unter ihnen zusammenzubrechen drohen. Die Blätter der Bäume lösen sich von den Ästen, die sich selbst mit einem unheimlichen Knirschen biegen. Ai! Ohne ein weiteres Wort rennt Huang Chu auf das Tor zu, dicht gefolgt von Jamon. Krum eilt ins Innere des Gebäudes, Kori ihm hinterher. Hoffentlich lässt sich Orgels überhaupt dazu überreden, uns zu folgen. Er rennt zu den Häusern, in denen die Vampire wohnen. Sir, ich kann dir sagen, dass es nicht so sein wird. Ich werde versuchen, den Ferris dir mit dem Boot anzukommen, etwas Zeit zu verschaffen. Mit diesen Worten läuft er zum Außengelände. Oh mein Gott! Oh, Snob, be careful! Mitten im Sprung nimmt er seine Drachengestalt an und fliegt mit kräftigen Flügelschlag auf die Klippe zu. Mein Snob. Oh, ich hab grad voll Angst, Leute. Ich hab so Angst um alle. Ich stehe einen Moment lang wie angewurzelt da. Die Erde bebt erneut. Dann höre ich das Krachen eines einstürzenden Gebäudes. Ich muss etwas tun. Okay. Und hier mache ich einen Cut. I know I'm horrible, aber es muss sein. Diese Episode tut mir weh. Diese Episode tut mir so sehr weh, Leute. Wir haben endlich etwas gefunden. Ich hoffe, dass alle unsere Freunde und Ezreal, mein Ex, es gut auf die andere Seite finden. Ich hoffe, dass wir sie wiedersehen werden, weil das ist nicht okay. Momentan müssen wir dann allen Leuten helfen, die wir können. Jeder hat seine Aufgabe und mal sehen, was im nächsten Part passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir in den Kommentaren, was euch genau gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!